Noch ist Andreas Kümmert die amtierende Voice of Germany. Doch schon bald wird ein Nachfolger bzw. eine Nachfolgerin gesucht. Doch wie die Jury der vierten Staffel aussehen wird, ist noch unklar. Nach drei Staffeln sagten jetzt auch Nena und The Boss Hoss auf Wiedersehen. Voice ist eine super Sendung und wir sind froh, dass wir dabei waren und das mit aufgebaut haben, mit etabliert haben. Wir haben viel mitgenommen, so emotional und auch dazugelernt, musikalischen Horizont erweitert. Aber irgendwann muss man auch mal weiterziehen. Sich wieder ganz der Musik widmen, das wollte damals auch Ray Garvey. Er war nur in der ersten Staffel mit dabei. Ich fand es halt eine super Show und ich finde es immer noch eine super Show. Und ich glaube halt, solange es die Coaches Respekt für alle Musiker haben, die da sind, und solange es die Musiker nicht irgendwie so alles darauf setzen, weißt du, ich versuche immer so Leute zu sagen, halt, hab Spaß damit. Das muss nicht die Ende der Welt sein. Und ob du gewinnst oder nicht, es ist einfach eine TV-Show. Als Jurymitglied ist das natürlich leicht gesagt. Aber die Show zieht ein Millionenpublikum an und bedeutet für alle Beteiligten eine Menge Arbeit. Mir gefällt die Idee, noch einmal dabei zu sein. Ich mag die Leute und das Konzept der Show, obwohl The Boss Hoss und Nena wohl nicht mehr dabei sein werden. Aber The Voice kostet auch sehr viel Zeit und das bedeutet viel Arbeit. Ich müsste also viele andere Projekte absagen, aber es ist noch nichts entschieden. Es besteht so eine 50-50% Chance. Wir werden also abwarten müssen. Also, Samu Haber weiß auch noch nicht so recht, ob er in der nächsten Staffel wieder mit dabei ist. Doch bald hat das Warten ein Ende, denn im Juli sollen schon die Dreharbeiten beginnen.